Leute, ich mache dann mal ein kleines Video zu dem Thema Fahrradsattel bzw. Sattelfederung, Sattelstützenfederung, Parallelogramm oder Teleskop. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen, ja, den Prolog dazu, was es jetzt irgendwie Neues geben soll bei mir und vielleicht aber dann auch zunächst erstmal Schadensbericht. So, da ist das gute Stück. Also, ich habe einen Ledersattel, der hat hier schön diese beiden großen, ich sage jetzt mal Spiralfedern. Damit federt der Opti oder was heißt Federn? Federn ja nicht, sondern er gibt beim Treten schön hier, gibt er nach die Beckenbewegung beim Treten. Das ist ein sehr angenehmer Sattel. Hier muss man sich aber dieses Angenehme auch ein Stück weit erkämpfen, weil man fährt da erstmal 500, 800 Kilometer, bis er dann halbwegs bequem wird. Jetzt ist der aber saubequem. Und dann ist aber unglücklicherweise relativ schnell dann hier diese Sattelstützenstrebe hier abgebrochen. So, warum ist das passiert? Keine Ahnung. Möglicherweise bin ich mit meinen 90 Kilo und der damals noch verbauten Sudbuster-Sattelstütze, dass diese Kombination halt nicht so glücklich war. Jetzt ist hier also so eine billige Sattelstütze verbaut und ja, bei dieser Sattelstütze ist es halt so, wenn ich jetzt hier den Sattel bewege, dann juckelt der ganze Kram so ein bisschen. Aber ansonsten fährt sich das eigentlich mit so einer Teleskopstütze gar nicht schlecht. Bei der Sudbuster ist es halt so, da sitzt er dann, also es ist eine Parallelogramm-Sattelstütze. Ich blende da mal ein Foto ein. Da sitzt also in der Mitte dieses Elastomer-Element und das Problem ist da an der Stelle, das murkst sich dann auch gerne raus aus diesem Parallelogramm. Deswegen habe ich da so eine beidseitige Aluplatte vorgehabt. Und ja, dann habe ich mir im Frühling oder Frühsommer ein neues Elastomer gekauft. Dachte ich mir, nimmst du mal eine Nummer härter, das vielleicht dadurch besser federt, weil es dann, wenn es eine Stufe weicher ist, dann sackt man halt so ein, dass man dann gar nicht so sehr Federweg hat. Mit dem Ergebnis, als dann also als diese Stütze die Strebe von dem Sattel gebrochen ist, musste ich dann also wieder diese Sudbuster auseinanderbauen. Ja, und nach einem Vierteljahr ist dann schon in diesem Elastomer ein richtig tiefer Riss. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, die Sudbuster hat jetzt ihre Schuldigkeit getan. Ich will jetzt was anderes haben. Und das Problem, was ich halt letztendlich habe, ihr seht das schon, ich habe nicht so eine große Möglichkeit Einbauhöhe, weil das ganze Rad, ich finde es ja für mich passend, aber wie gesagt, es gibt jetzt keinen großen Platz nach oben hin. Also, es sind jetzt bestellt zwei Sattelstützen. Einmal die kleine bei Schulz, also diese G2ST, so heißt die. Und dann habe ich mir bestellt eine Airwings Teleskop-Sattelstütze, die aber an der Stelle sehr präzise gefedert oder geführt wird, weil dann sitzt dann hier in diesem Bereich, wo das dann halt reingeht, ist das mit so einem Kugellager gemacht. Da bin ich gespannt, wie die funktioniert. Bei Schulz befürchte ich, dass ich mit der Aufbauhöhe ja letztendlich nicht klarkomme, weil wenn sie dann montiert ist, dass mir dann die Beine zu sehr durchgestreckt sind oder die Knie zu sehr durchgestreckt sind, wenn ich mit dem Pedal auf dem unteren Totpunkt bin. Das wird sich zeigen. So sieht es jedenfalls jetzt erstmal Bestandsaufnahme aus. Also wie gesagt, so schlecht federt die gar nicht, aber dieses Spiel macht einen irre und dann ist das halt auch hier so eine, ja, ich sag jetzt mal eher kostengünstige Führung und da hast du halt so ein bisschen Losbrechmoment, also die läuft halt nicht so leichtgängig, wie man sich das vorstellt. So viel jetzt mal Teil 1. Also es kommen dann halt noch weitere Videos, wenn ich dann die anderen beiden Sattelstützen habe und dann machen wir mal einen direkten Vergleich dazu. So viel also, wie gesagt, jetzt erstmal für den Moment.